So, wir boosten weiter die Bevölkerung. Sieht ja gerade ganz gut aus. Einzige, was mir echt richtige Sorgen bereitet, sind... Oder ist das da. Aber auch das werden wir hoffentlich bald wieder hochkriegen, wenn wir ein paar Arbeiter mehr wieder haben. So, ich gehe mal davon aus, hier ist immer noch viel zu viel. Ja, immer noch viel zu viel zu tun. So, ich hoffe, dass mal ein paar mehr kommen. Wir haben immer noch nicht die Armeeausbildung an, ne? Das ist schon hart. So, minus 2. Wir können gleich alle Arbeitsplätze mal wieder besetzen. Lang, lang ist es her. Oh, auf eine 1. Wir haben eine 1. Super. Irgendein Gebäude hat immer noch dieses automatische zu weisen. Ich weiß aber nicht welches. Dafür haben wir mittlerweile immer zu viel. So, 2. Naja. Oh! Sind da Kretonier dazugekommen? Die Kinder sterben immer noch, oder? Nee, guck mal. 583. Also es geht tatsächlich bergauf. Durch das Ding. Eieiei, okay. Okay, die Kinder machen einiges her. So, dann holen wir nochmal... Ach, das hier wollte ich übrigens auch mal upgraden irgendwann, ne? 610. 14, jetzt haben wir 36. Okay, wir müssen jetzt unbedingt das nächste Labor setzen. Nee, Administration ist es. Und zwar knalle ich mir mal hier noch ein dickes Labor rein. Oh. Und das war 60 Arbeiter. Naja. Ich könnte hier hinten noch so ein Mini-Ding setzen, ne? Zack, sind wir bei 64 Arbeitern. Das ist okay. So, machen wir ein Schlauchding. Ja, Möbel ist tatsächlich ein Problem, aber auch nur, weil ich die Möbel halt immer noch freigegeben habe. Guck mal, hier haben wir noch. Wieso bin ich denn hier? Das ist ja richtiger Quatsch. Wieso baue ich denn die ganze Zeit eigentlich die falschen Straßen? Bin ich dumm? Hab ich hier... Na gut, ich habe nicht allzu viele Straßen gerade gebaut, aber hier ist ja auch noch. Achso, gut, hier oben habe ich auch nie wirklich weitergebaut, ne? Ich glaube, der Rest müsste... Ja gut, okay, hier fehlt noch ein bisschen was. Das können wir eigentlich auch nochmal machen. Zack. Zack. Down the road. Down to the island. Hier hinten ist alles aus Stein. Ja, und dann fehlt eigentlich nur vorne die Ecke, also oben die Ecke. Wo kommen diese Menschen eigentlich immer alle her? Grund kommen hier immer noch Leute an. Kurios. So, 48 im Plus. Ach, hey. Superschön. Nochmal 5 rein. Nice. So, das hier ist, glaube ich, tatsächlich gar nicht verkehrt, dass ich hier immer wieder für Nachwuchs sorge. Ach ja, hier habe ich natürlich auch noch einen Fehler drin. Ich weiß nicht, warum das auf dem anderen Straßengedöns gerade war. Oder ist. So, du wirst beliefert, ne? Ja. Das kann ich aber nicht mehr ausbauen. Ich weiß gar nicht, was passiert, wenn ich einen mehr setze. Ändert das was? Nee. Eigentlich nicht. Jo, wieder Unfall. Guck mal, geht sogar langsam bergauf wieder mit der Fläschchen. Wohnung muss ich demnächst mal wieder bauen. Können wir jetzt nochmal eine Reihe setzen? Oder wir können natürlich alternativ upgraden. Das haben wir uns ja mittlerweile auch besorgt. Ah, ich habe keine bearbeitet. Doch, habe ich. So, dann haben wir hier direkt nochmal ein paar mehr Wohnungen. Okay.
Okay. So, ja, wie gesagt, Möbel ist halt ein Problem. Wo ist denn eigentlich unsere Möbelfabrik hier? Also Möbelfabrik. Der Zimmermann. Ich glaube, es wird langsam Zeit, diesen Kollegen zu vergrößern. Ich würde dafür auch gleich eine eine größere bauen. Ist es übertrieben? Natürlich ist es übertrieben. Aber wir kommen... Das geht nicht. Wir kommen so, glaube ich, genau dahin, wo ich hin will. Nämlich irgendwann zu dem Punkt, wo wir nur noch eine einzige Fabrik quasi setzen. Also in dem Fall hier eine Fabrik für Möbel. Ohne dass wir eine zweite setzen müssen. Ich hätte gern zwei Lagerhäuser, aber aus irgendeinem Grund kann ich immer nur eine setzen. Ist ja fast passend, oder? Kann ich das... Nee. Das ist... Okay. Das können wir auch so machen. Weil mein Eingang hier nach links... So, ich setze jetzt mal die Hilfswerkbänke. Geht das? Nein, natürlich nicht. So. Schon wieder Frosch im Hals. So, und dann gucke ich mal, dass ich hier noch Werkbänke hinkriege. So, dann brauche ich mal ganz kurz ein paar kleine Hilfswerkbänke. Die machen wir aber einfach, würde ich sagen, so. Oder noch besser. Mach mal so. Aus Holz ist okay. Ja, das ist natürlich richtiger Quatsch da oben. Und ab dafür. Dann reißen wir die andere Zimmerei ab. Ich weiß nicht, ob ich tatsächlich noch mehr brauche. Dadurch, dass wir die Krippe jetzt hier haben. Heißt die eigentlich Krippe? Ja, Kretonia Züchter. Müssen wir, glaube ich, erstmal nicht Leute von extern dazu holen. Scheiße, Alter, mein Obst ist am Limit. Ich muss das hier unbedingt verbessern, ne? Aber ich weiß nicht, ob ich da noch hinkomme. Auf den Punkt. Kann man eigentlich mittlerweile sagen, wer wo arbeiten soll? Gasthaus funktioniert immer noch nicht. Kann ich hier sagen, bitte lasst hier nur Menschen arbeiten? Nee, next will ich nicht. Es geht leider nicht. Oder ich weiß nicht, wie es geht. Das ist auch absolut möglich. Ich sollte hier vielleicht auch nochmal so eine allgemeine Ecke bauen mit den ganzen Sachen, die hier vielleicht langsam wieder fehlen. Also Kleidung ist bei einer 0,98, damit bin ich absolut zufrieden. Einrichtung ist 0,14, also das bringt überhaupt gar nichts. Ich glaube, ich mache den Access erstmal wieder runter. Also zumindest von den Möbeln. Die Dinger können wir ruhig lassen, das ist okay. Braucht jemand bearbeitete Steine? Nee. Aber Möbel mache ich mal weg. Ja, da wird er jetzt hier mal kurz rummosern wahrscheinlich. Hier. Wow. Okay, 0,6. Das ist ja sehr traurig. Das ist super traurig. So, Behausungen haben alle. Essenspräferenz. Bevölkerung ist egal. Wir bräuchten immer noch das Gasthaus. Dafür brauchen wir allerdings ein paar andere Sachen wieder. Also sprich, Wissenspunkte. Eine Kampfgrube könnte ich nochmal bauen. Da können wir noch ein bisschen was rausholen. Kann ich auch mal eine größere bauen eigentlich. Oder ich übertreibe und baue eine riesengroße. Pass auf, dann machen wir es gleich im Gesamten. Dann kommt hier eine große Bühne hin. Da machen wir hier einen Platz draus. Wir könnten vielleicht... Oh, hier... noch eine Feuerstelle bauen. Wobei ich Feuerstellen eigentlich mittlerweile fast als sinnfrei erachte. Wir können noch mal einen Brunnen machen. Ja,
Ja, das können wir auch so bauen, alles gut. Warte, warte, warte. Das haben wir da stehen. Brunnen. Eine Toilette sollte ich vielleicht nochmal bauen. Die muss jetzt auch nicht so groß wieder sein, wie ihr seht. Nee, wenn dann an die Wand. Zack. Holz ist okay. Dann machen wir hier nochmal ein bisschen Deko rein. Und zwar erstmal in Form von. Von denen hier. Ja, die andere Deko wird leider eng werden. Ach ja, und ich muss tatsächlich irgendwann mal dazu übergehen, das mit der Beleuchtung hinzubekommen. So, und Straßen. Ist das die richtige? Ja. So, dann machen wir es nämlich so. Wunderbar. So, ich bin ein Mensch im Minus. 5 im Plus. Was ist denn gebaut worden? Der Zimmermann wahrscheinlich, ne? Ja. Gut, den können wir dann natürlich hier abreißen. Jo. Bloß bitte das Gebäude entfernen. Das Gebäude hätte man nicht stehen lassen können, aber egal. Alter, 62 ist ein bisschen übertrieben. Ich mach mal 30. So, dann haben wir ein entspanntes Plus von 24. Ich glaube, Holz wird jetzt das Problem. Genau, da sind wir bei entspannten minus 97. Gehen wir hier mal auf 50 hoch. Arbeiter dafür müssten wir eigentlich haben. Minus 12. Das kann ich auch verbessern. Kann ich verbessern, okay. Dann gehen wir auf 60 hoch, damit wir das mit den Holzvorräten haben. So, jetzt sind wir wieder am Plus. Sehr schön. Wunderbar. Und dann produzieren wir jetzt massiv Möbel. Mit 33. Jetzt kann man sich natürlich ausrechnen. Wir sind 33 im Plus. Wenn ich jetzt sage Excess. Wir haben. Also, wir brauchen grob 900 und ein paar zerquetschte im Jahr. Ich produziere im Jahr. Wir haben 16 Tage. Viel zu wenig. Ich mach's jetzt ganz genau. Also, Stand jetzt. Taschenrechner 3704. Ja. Durch 4 sind 926. Und das durch 16. Das heißt, ich muss eine Rate, eine Ratio von 57,8 haben, um das hier zu 100% zu erfüllen. Ich kann natürlich auf 25% gehen. Dann brauche ich nur eine Ratio von, naja, ich runde mal auf 15. Das hätten wir locker. Und würden trotzdem noch übelst Plus machen. Dann mache ich das. So, das gleiche machen wir übrigens auch jetzt mal kurz mit dem hier. Okay, der braucht 3140 durch 4 durch 16 eine 9. Was? 49? Ja, doch, kommt hin. Eine 49. An. Wo sind wir? An Fläschchen. Wir produzieren 3. Das ist ja lächerlich. Gut, hier arbeiten nur 2 Leute. Das heißt, wenn ich jetzt hier auf 5 gehe, oder sagen wir mal auf 6, geh mal hoch, bitte. Ich habe keine Arbeiter. Geh mal hoch, bitte. Dann brauchen wir schon mal 8. Das ist immer noch zu wenig. So, wir bräuchten aber 25 Lehm. Das heißt, ich brauche 25 Arbeiter in den Lehmgruben. Also eigentlich brauche ich sogar 30, weil ich gebe ja auch Lehm aus. Boah, ist das viel. Und dann habe ich immer noch keinen einzigen Arbeiter, der hier im Labor jetzt arbeiten würde. Das kann ich nicht machen. Geht nicht. Wenn ich auf 15 hoch, das ist okay. Und hier gehen wir mal auf 3 oder so. Aber mehr kann ich nicht machen, weil ich jetzt ganz dringend die Mitarbeiter im Labor brauche. Und es sind 60, die hier arbeiten werden gleich. Scheiße, Alter. Ich brauche ganz dringend mehr Arbeiter. Das hier ist vielleicht auch ein bisschen übertrieben mit 30. Das bedingt sich halt hier alles, ne? Ich kann hier noch ein bisschen runtergehen. Oh. Ja, ich könnte nochmal 5 einsparen, aber das macht dann auch keinen Unterschied. Der ist nothing. Ach ja. Sorry.
Das vergesse ich tatsächlich relativ häufig. Alter, ihr seid auch überall bei 100. Alter, es geht nicht. Ich kann nicht noch mehr Leute hier reinsetzen. Boah, ist das hart. Ich meine, immerhin geht das hier mal bergauf jetzt. Jetzt haben wir 6000 Essen gestort. So, minus 2. Dürre, natürlich. Könnte auch mal was Positives passieren. So, sind wir bei einer 0. Gleich sind wir wahrscheinlich wieder bei minus 1. 19, ja, ist okay. So, minus 1, 0. Was ist hier los? Kinder. Wann seid ihr erwachsen? Okay, Tage bis zur nächsten Geburt 5. Warum seid ihr denn jetzt eigentlich schon wieder unzufrieden? Wegen dieser verfickten Regierung. Also, sorry. Boah, ist das eine Scheiße. Ich muss unbedingt dieses Gericht bauen. Diebstahl. Ich nehme einmal alles. So, einmal hinrichten. Zack. Und zack. So, dann geht das jetzt hoffentlich alles wieder hoch. Ich muss das mit dem Gericht unbedingt machen. Ich glaube allerdings, das Gericht brauchte Edelsteine oder irgendwas brauchten die, was halt super krass ist. Ach, da ist ja minus 62. Aber ich habe ja hier höhere Prio, ne? Ja. Ja, ich muss von dem 60er Berg runterkommen. Ich kann es ehrlicherweise mal ganz kurz so machen, dass ich das aussetze. Boah, ich bin echt am Überlegen, ob ich mir eine noch die Dondoria hole. Die geben halt auch nochmal richtigen Boost für die Minen später. Scheiße, was braucht denn hier? Also ihr kommt zumindest schon mal mit allen zurecht. Das freut mich und ihr seid vollkommene Arthuristen und ihr hättet gerne. Prachtvoll, ja. Jetzt mich verarschen. Steingebäude hättet ihr gerne. Steingebäude wollten auch die Menschen haben, ne? Ja, die wollen theoretisch auch prachtvolle Gebäude, aber die würden auch mit Steinen leben können. Pass auf, dann machen wir es so. Alles weg. Menschen und Dondoria. Jetzt muss ich erstmal die ganzen Häuser finden. Ich meine, es sind nicht so viele zum Glück. Und ich würde eigentlich am liebsten auch noch mal ein paar Häuser setzen. Was habe ich eigentlich hier gesetzt? Tilapia. So. So, da sind zwei Köpfchen, zwei Köpfchen, zwei Köpfchen, zwei Köpfchen. Aber mehr Wohnung habe ich fast gar nicht. Okay, gut. Dann setzen wir nochmal eine Riege. Also, gut, am Anfang ist egal. Ich hole mir den Dondoria jetzt dazu. Dann holen wir nochmal eine Riege Mehrfamilienhäuser, die wir hier oben jetzt hinbauen. Und zwar machen wir eine Ecke nur für Menschen und Dondoria aus Stein. Und eine aus Holz für die anderen beiden Rassen. Das ist ja auch Holz, ist okay. Nein, ach scheiße, stopp. Stopp. Verklickt. Aufgaben entfernen. Ich war eins zu hoch. So, jetzt. Nicht so richtig. Okay, dann habe ich mich irgendwo verklickt. Aber nicht da, wo ich gerade gedacht habe, dass ich mich verklickt hätte. So, Doppelweg. Dreifachweg. Und der geht hier so quer. So, keine Ahnung. Da kann ich Dekoration mal hinsetzen. Das würde mir gefallen. Kann ich das einfach durchziehen? Wow. Mann, Alter. Ja, scheiße. Passt perfekt sogar. Sorry, da habe ich mich verbaut. Struktur. Was ist denn. Was baue ich hier eigentlich? Was ist das überhaupt? Gasthaus. Muss ich nochmal ein bisschen umbauen. Was habe ich das gebaut? Aus Stein?
Scheiße, was ist das? Was ist denn das für eine Wand? Ist das Holz? Ja, das ist Holz. Okay. Wow. Man sieht das irgendwie so schlecht, ne? Warum ist denn das gelb? Bauen die das wieder auf? Ja, okay, super. Dann habe ich nichts, was ich zu bemängeln hätte. Sitzgelegenheiten. Die Dinger hier, kann ich eigentlich auch bauen? Okay, die brauchen aber... Oder die sind nur für Völker, die ich nicht habe. So, ja, ich weiß, Möbel fehlen. Wundert mich eigentlich, dass Möbel fehlen. So, Access, genau. Ihr seid hierfür genau richtig. Weg, Menschen, Zwerge oder Dondoria. So. Ich brauche mehr von euch. Mehr Dondoria. Da fehlt, glaube ich, eine Straße noch. So, Viererstraße, aber ist ja egal. So, ich bin bei minus 6. Ich weiß schon wieder nicht, wieso. Wahrscheinlich immer noch wegen dem Labor. Wegen des Labores. Aber die powern sich gut hoch, die Jungs, ne? Ich weiß schon wieder nicht, warum die anderen alle so unglücklich sind. Ach, wegen der Regierung. Oh, ich hasse es. Oh Mann, wo ist das Scheißgericht? Hier, wieso kann ich das nicht bauen? 2.500, willst du mich verarschen? Es ist super teuer, aber ich muss es bauen. Es tut mir echt leid. Es kostet so viel. Und ich brauche dafür tatsächlich die Dings. Oh. Brauche ich dafür wirklich die Edelsteine? Ist das eigentlich größer? Ne. Echt, ich muss dafür ein Ding bauen? Sag mal, dann kann ich auch ein kleines bauen. Dann mache ich hier so einen kleinen Platz davor. Das reicht ja vollkommen aus. So, Gerichtssaal, das ist richtig. Und dann bauen wir hier noch ein paar Zuschauerbänke hin. Muss größer sein. Oh, Alter, das mit den Zuschauern ist ja auch eine Katastrophe. Warum ist denn der Zuschauer? Wie bauen wir das am blödesten? So, und jetzt brauche ich noch Zuschauer links und rechts. Ich kann auch welche hinten hinsetzen. Die sehen zwar nichts, aber ist mir egal. So, und Eingänge gibt es dann hier und hier. So, Abmarsch. 20. Edelsteine brauche ich. Die muss ich importieren. Das geht nicht anders. Lagerhaus nehme ich das hier. Ich muss sowieso auch mal gucken, dass ich vielleicht danach in die Edelsteinproduktion langsam gehe. Minus 160 Arbeiter? Achso, weil Aufstand ist. Alles gut. Alles gut. Ja, gut, die brauchen halt auch Arbeiter, ne? Das ist halt leider auch Kacke. So, mal für mich. Was kosten denn 20 Edelsteine? Da werde ich bestimmt jetzt richtig arm werden mit. Ah, es geht sogar. Okay. 23.000 nehme ich gerne entgegen. So, 2,79. So, da sind wir schon fast da, wo ich sein möchte. Und... Ja, komm, Opium bringt auch mal ein bisschen Knete, Feilschen. Ja, ist okay. Hauptsache, ich habe meine 20 Dings. Meine 20 Edelsteine. Es ist hart. Es ist wirklich hart mit der Bevölkerung.
Aber ich hoffe, mit dem Gericht, wenn das jetzt gleich stehen sollte, geht das alles ein bisschen voran. Weil jetzt haben wir schon wieder einen Gefangenen. Jetzt haben wir keinen Gefangenen. Ich weiß gar nicht, warum wir keine Gefangenen haben. Ich weiß auch nicht, warum hier 4 Leute arbeiten. Das ist auch ein bisschen übertrieben. So, sind die Edelsteine da? Nein, 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 alles gut. Wo sind denn die? Ey, sag mir nicht, dass die weg sind. Ich meine, ich habe dafür jetzt kein Geld wirklich ausgegeben, aber... Ja, gut, Möbel fehlen auch noch. Wo sind die denn? Edelsteine, where are you? Ach, die Bevölkerung. Access, warum? Essenspräferenz geht schon wieder runter. Alter, leck mich doch am Arsch. Ich muss das mit den Getränken übrigens auch ganz dringend machen. Where are the Edelsteine? I'm missing them. Ich würde gerne Edelsteine haben. Auswanderer. Eine Gruppe Menschen hat beschlossen. Oh no, das können relativ viele werden jetzt. 31. Holy shit. Jetzt mal ohne Spaß, wo sind denn die Edelsteine? Ja, Disconstruction needs Edelsteine, aber ich hab die doch gerade importiert. Wo sind die denn? Wo ist die Weltkarte? Kommt hier ein Händler? Ja, die Armee können wir übrigens auch mal wegmachen. Ja, ja. Hier kommt kein Händler. Wieso kommt hier kein Händler? Wo sind denn die Edelsteine, Bruder? Alter, hast du mir über den Tisch gezogen gerade? 20. Keine Ahnung. Ja, du hast mir alt aus den Fingern gesaugt. 900, wir bringen 15.000. Ja, das produziere ich nicht. Ich kann Kohle abgeben. Falschen. 3,8, ja, ist egal. Akzeptiere ich. So, wo sind die verfickten Edelsteine? So, ich liefere Caravan. Komm jetzt an. Da waren 20. Alter, wer nutzt Edelsteine? Es sind schon wieder 4 weg. Alter, ist doch nicht euer Scheiß Ernst. Wer nutzt denn die Edelsteine hier? Sag mir nicht, dass der... dass die Hausmeister schon wieder Edelsteine brauchen. Alter, sind von 40 sind 6 oder 24 weg. Was sind die Hausmeister da? So wenig Arbeiter? Okay. Ja, Wartung ist auch eine mittelschwere Katastrophe. Gut, da unten kommt keiner hin. Doch, kommt. Aber er schafft es einfach nicht. Jetzt mal wirklich ohne Spaß. Wer von euch Blödmännern nimmt sich die Edelsteine? Alter, ich muss schon wieder importieren. Alter, Blastenstarn wird sich auch denken. Das ist ja Geschäft ihres Lebens. So, ich importiere jetzt nochmal 10. Ich weiß schon gar nicht mehr, was ich dem geben soll. So, die nächsten. Ich schwöre bei Gott, wenn die jetzt wieder nicht hier ankommen, breche ich irgendjemanden die Beine. So, da sind 10 drin. Jetzt sind wieder alle 10 weg. 17 Leute verunfallt. Einer ist tot. Noch mehr Auswanderer. Alter, leckt mich doch am Arsch. Jetzt geht's schon wieder bergab hier. Okay, waren... Ja, okay, sind doch ein paar mehr.
Warum seid ihr denn unzufrieden? Es soll organisch werden. More Kannibalismus. What? So, jetzt finden hier Gerichtsverfahren statt mit einem Richter, ja? Oh, das wäre so göttlich, wenn das jetzt endlich funktionieren würde. Ja, danke. Ich bin bei minus 37. Warum? Boah, ich muss vor allem den Holzfäller langsam wieder aktivieren. Bin ich bei minus 97. Oh Mann, Alter. Okay, morgen... Initiative Bevölkerungszuwachs. Katastrophe, was hier gerade passiert. Wir wollen früher in Rente gehen. Ja, gut. Okay, wir werden uns drum kümmern. Oh Mann, jetzt war ich ganz kurz mal wieder glücklich, dass alles passt. Und dann zieht einem das Spiel wieder direkt die Beine weg. Naja, okay. Wir gucken, dass wir morgen wieder zurechtkommen. Meine Lieben, erstmal auf Wiedersehen und adieu. Adieu, adieu.